liebe Leser von Autobild Motorsport. Der Mexiko Grand Prix gestern Abend hat für viele Diskussionen gesorgt, unter anderem das Duell zwischen Sebastian Vettel und Daniel Ricciardo. Wir diskutieren jetzt hier über die Hauptthemen. Erste Frage, auch an dich, Michael. War die Strafe gegen Sebastian Vettel, der ja am Ende noch 10 Sekunden auf seine Platzierung gekriegt hat, gerechtfertigt oder nicht? Ja, also wenn man betrachtet, dass alle nach Strafen gerufen haben, als Verstappen diese Anbremsmanöver vollzogen hat, dann auf alle Fälle, denn dann muss man konsequent sein. Und wenn man diese Linie fährt, man bestraft solche Manöver, dann ja. Ich persönlich bin natürlich jetzt nicht so der Fan von Strafen, aber wenn, dann ja. Dann für alle. Ja, wobei, also ich finde schon, man muss da einen Unterschied machen, weil Sebastian ist natürlich gestern nicht so hart wie Max Verstappen in den vorherigen Rennen vorgegangen. Ja, er hat sanft die Tür zugeschlagen. Er hat das auch angedeutet. Also es war bei weitem nicht so ein gefährliches Manöver, wie Max Verstappen das in den Rennen davor gemacht hat. Insofern bin ich jetzt schon der Meinung, dass die Strafe für Vettel ein bisschen überzogen war. Das war geiles Racing, was wir da gesehen haben von beiden. Sie haben sich beide Platz zum Überleben gelassen. Und muss man da immer wieder gleich bestrafen? Also Sebastian ist ein sehr, sehr gutes Rennen gefahren, stand am Ende auf dem Podium, ist sogar noch aufs Podium geholt worden. Und da hätten sich die Rennkommissare das jetzt wirklich sparen können. Definitiv. Also ich bin auch der Meinung, wenig Strafen, aber wenn, wie gesagt, die Rufe war da, man sollte solche Manöver bestrafen, dann natürlich auch letzte Konsequenz. Und Ricciardo, da muss man auch sagen, das war natürlich ein Kunststück, dass der da nicht Vettel noch abgeräumt hat. Also der hat schon wirklich alles in die Waagschale geworfen, dass da es nicht zum Unfall kam. Verstappen allgemein natürlich hat wieder polarisiert, auch schon am Start, gab mehrere Manöver. Muss man Verstappen bremsen? Also ich bin der Meinung, mittlerweile schon. Ich finde, Max Verstappen ist ein Riesentalent. Der kann Rennen fahren, der kann auch besser Rennen fahren als viele andere. Aber irgendwas in ihm sagt ihm, er muss immer wieder aggressiver fahren als andere. Und das hat er überhaupt nicht nötig. Er fährt immer wieder zu gefährlich, auch wenn jetzt in diesem Rennen nicht viel passiert ist. Und auch dass die kleine Berührung mit Nico Rosberg, selbst wenn Nico rausgeflogen wäre, es wäre für die WM schlimm gewesen, aber es hätte natürlich in dem Fall jetzt nicht zu Verletzungen oder so geführt. Aber allein die Tatsache, dass Max Verstappen immer wieder mit anderen Fahrern aneinander gerät. Immer wieder er. Also das ist ja schon ein Trend, den man da sehen kann. Und da muss meiner Meinung nach Red Bull jetzt mal sagen, Max, komm, halt dich mal ein bisschen zurück, bleib mal ein bisschen ruhig. Sowas ist nicht nötig, was du da machst. Ansonsten kann es auch mal böse enden, auf Strecken oder in Kurven, die dann eben gefährlich sind. Und dann sagen wir alle, ja, hätten wir den Jungen mal früher eingebremst. Wie gesagt, ich will hier gar nicht sagen, dass er das Rennfahren nicht drauf hat. Das hat er. Es geht einfach darum, ein bisschen ruhiger muss er vorgehen. Würde ich so unterstreichen. Also Verstappen ist natürlich ein Mann, der polarisiert, der hart fährt. Ich bin ein Fan von hartem Racing. Ja, ich bin auch der Meinung, wir haben die Sicherheit in der Formel 1, dass man hart racen kann. Red Bull, gebe ich dir ganz klar recht, die müssen ihn mal ein bisschen zurechtweisen. Letztlich sind es ja auch immer wieder so Glückaktionen. Also auch das mit Rosberg, klar, hätte Rosberg die WM kosten können, könnte aber auch Verstappen die Punkte kosten. Und da geht es ja um Millionen, da geht es um gute Platzierung. Deswegen Red Bull sollte natürlich da mal ein Auge drauf werfen und sagen, Mensch, Verstappen, fahr doch einfach mal so, dass man auch ankommt. Aber ich persönlich finde es gut, dass so ein Typ die Formel 1 auffrischt. Und das ist ja auch ein Punkt, der kommt vielleicht in diesen ganzen Diskussionen zu wenig raus. Wir diskutieren nicht mehr über leise Motoren, wir diskutieren nicht mehr über irgendwelche politischen Spielchen in der Formel 1, sondern wir diskutieren über eigentlich das, was wir diskutieren sollten, über Manöver, über Überholmanöver. Da ist richtig Action drin. Ist es nicht gut für die Formel 1? Ja, es ist gut für die Formel 1, dass wir über Manöver diskutieren, und es ist auch letzten Endes gut für die Formel 1, dass wir über Typen wie Verstappen diskutieren. Und da würde ich jetzt auch gerne nochmal sagen, Verstappen war ja auch einer der Hauptkritiker gestern von Sebastian Vettel, also wo man ja sagen muss, ein junger Shootingstar kritisiert den viermaligen Weltmeister. Das finde ich, hat er ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, weil erstens auch er schreit öfter mal rum am Funk, und zweitens einem Sebastian Vettel jetzt vorzuwerfen, er müsste nochmal zur Schule gehen, nur weil er Emotionen zeigt. Ja, und da sind wir wieder dabei, wir wollen Typen sehen. Jetzt, man sagt immer, Vettel zeigt nicht genug von sich. Ja, er zeigt seine Familie nicht sein Privatleben, aber er zeigt sich, wie er hinterm Lenkrad tickt. Ja, er zeigt dort seine Emotionen. Und dann regen wir uns darüber auf, wir sollen froh sein, dass wir solche Fahrer haben. Und letzten Endes sollte man ihn dafür nicht kritisieren, sondern sagen, weiter so, Sebastian. Er muss vielleicht nicht unbedingt zu Charlie Whiting sagen, fuck off. Aber andererseits reden wir heute darüber, und genau das braucht die Formel 1. Absolut, sehe ich auch so. Gut. Tschüss, lieber Lisa.